Um als Betreiber seine Anlage rechtskonform und sicher betreiben zu können, gilt es, den Gesetzeskompass oder den Dschungel der Prüfpflichten zu überschauen. Hier ist es wichtig, eben erstmal zu clustern und einzugliedern, was für einen Betreiber seine Anlage überhaupt relevant und wichtig ist. Das kann man in Schubladen einpacken, dass man eben erstmal über die Verordnungen, zum Beispiel Betriebssicherheitsverordnung oder das Bergrecht, eingliedert, wo die Anlage in welche Branche sie fällt, um eben hier die unrelevanten Dinge auszugrenzen und die wichtigen Dinge eben herauszunehmen. Darüber können wir dann eingliedern, welche Normen und welche Richtlinien relevant sind und die dann eben entsprechend zum sicheren Betreiben der Anlage herangezogen und umgesetzt werden müssen. Über die Normen und Richtlinien, die wir herauskristallisiert haben, schauen wir in die Inhalte rein, was gemacht werden, also was ist die Prüfpflicht. Wie muss die Prüfpflicht umgesetzt werden? An Beispiel von Arbeitsplänen oder Checklisten. Wer darf es umsetzen? Sprich, welche Qualifikationen müssen die Mitarbeiter haben? Und wann wird es umgesetzt? Sprich, über Gefährdungsbeurteilung werden die Prüfzyklen entsprechend, ja, bestimmt und nachher auch terminiert.